Da sind wir wieder. Moin, moin, liebe Leute. Schön, dass ihr dabei seid zu einer neuen Runde LS19 auf Friesischer Marsch am entspannten Sonntagnachmittag. Danke euch fürs Reinschalten. Hier sehen wir gerade viele, viele Punkte in der Karte. Ne? Schön unsere Gemüsegewächshäuser hier vorne. Und einen fleißigen Kalkstreuer. Man sieht auch, da wir einen relativ guten Kalkgehalt noch im Boden haben, es verfärbt sich ja nur leicht in der Minimap unten links. Ein bisschen, ja, aber ne, es verfärbt sich nur leicht. Kann man sagen, dass man fast mit einer Kalkladung das ganze Feld machen kann hier, ne? Bin gespannt, ob wir einmal, vielleicht müssen wir einmal nachfüllen. 5% waren es bisher erst. Also der Verbrauch ist überschaubar. Das ist ja das Schöne, wenn man erstmal diesen Grund Kalk drin hat, den kann man es ja auch entspannt machen lassen und gut, ne? Leider hat sich zum Ende der Folge, ihr habt es gesehen, vielleicht mein Position Farming aufgehoben. Da tut sich gerade nichts. Aber ist dann so, lässt sich jetzt nicht ändern. Wir haben, habe ich gerade eben gesehen, die 2 Millionen geknackt. 2 Millionen und 2. Es gibt ja immer noch, glaube ich, 2 Felder, die uns nicht gehören. 66 und 54. Alles andere gehört ja mittlerweile uns. Und natürlich ist das Ziel, würde ich behaupten, jetzt zu sagen, komm, lass mal langsam sehen, dass uns alles gehört. Auf der 54 könnten wir noch Raps ansehen als Mission. Da noch ein bisschen Geld mitnehmen, aber komm, das sparen wir uns. Der Wasserverteiler würde Wasser verteilen, wenn er denn könnte. Kann aber nicht, weil er im Weg steht. Da kommt die nächste zweite Ladung Schweinefutter. Er hat natürlich auch einen weiteren Weg, aber schön, dass er durchfahren kann und nicht irgendwo gebremst wird. Oskar, würde mich interessieren, ob irgendjemand von den Zuschauern tatsächlich auf Grundlage dieser Fotos mal sich ein Video angeguckt hat. In letzter Zeit waren echt wieder vermehrt Kommentare zu diesem, vor allem zu diesem Video von dieser XXL-BGA, ne? Alle anderen Videos, obwohl die auch mega schön sind, ne? Also gönnt euch, die sind echt schöne Videos. Ist das, glaube ich, das mit Abstand Beste. Vielleicht liegt es am Foto. Schreibt mal rein, liebe Leute, liebe Dauerzuschauer. Oh, da kriege ich gerade wieder so Sommererinnerungen an den letzten Sommer. Nimm ich die Fotos durch oder Herbst eben dementsprechend, ne? Ach, schon cool. Aber ich habe Bock, das dieses Jahr wieder zu machen. Ich weiß nicht, ob ich es hinkriege mit anderen besserem Equipment, aber so schlecht war es schon nicht, ne? Die Flugkünste werden noch ein bisschen besser. Das Einzige, was ja, glaube ich, so ein bisschen gesagt worden ist, vielleicht Thema Sound. Aber da weiß ich noch nicht genau, ob ich das am besten, geschicktesten und so weiter löse. Ist ja denn, ne? Es muss auch alles irgendwo machbar sein und ihr wisst, Arbeitszeit kann nicht mehr so entspannt wie dies, also wie letzten Sommer sagen, komm Baby, packe ich ein ins Auto, Kinderwagen und ein bisschen durch die Gegend fahren, auspacken und dann da ein bisschen rumlatschen und hier, ne, filmen. Das wird ja dieses Jahr deutlich weniger, da ich ja auch wieder am Arbeiten bin. Aber es wird Chancen geben, wieder solche Threshers, gut, so einen haben wir nicht gesehen. Den in 1090 haben wir auch nicht gesehen, aber 9er rein und so. Mal gucken, bin gespannt, ob nächsten Sommer, also jetzt kommenden Sommer, Schrägstrich Herbst, ob wir die gleichen Drescher wieder sehen vom letzten Jahr oder ob neue auch wieder am Start sind. Also ich bin mal gespannt. Guck noch mal gerade. Sag ich alles gut. Wie weit bist du denn jetzt mittlerweile? 81% leer. 66.000. Da ist er doch aber schon wieder. Der ist ja auch, der wartet eigentlich immer brav hier. Muss ja auch nicht mehr so häufig passieren.
Können wir den gleich wieder losschicken. Radlader meldet schon wieder durchdrehende Reifen. Hängt er da schon wieder so auf dem Silo? Das wäre merkwürdig. Den Fehler haben wir sonst so früher nicht regelmäßig gehabt, ne? Hab noch Weintrauben vom Stream, das ist ja praktisch. Es wird immer nur kurz eingeblendet. Ich wollte gerade, jetzt ist er wieder da. Okay. Aha. Jetzt ist er schon ein bisschen weitergekommen. Das ist diese Lücke, die die Förderbänder hier reingeknickt haben. Nicht schön. Ja, schon voll. Das ist eine Ladung sogar zu viel. Dann müssen wir in Verkauf gehen. Den Rest, den es da noch gibt, ne? Verkauf. Bahnhof. Baustelle ist ja viel besser. Dann lass uns mal, bevor ich es wieder vergesse. Schweine einmal sagen, Quatsch, genau. Die Wollschweine, Schäfchen sauber machen. Gedanken gerade so. Ich überleg. Und denke mir so, wie setze ich das um? War jetzt einmal hier so eine Brainstorming gerade. Und zwar Schlag den Fett. Ist mir gerade ein neues Spiel eingefallen. Und dann habe ich überlegt, wie verknüpfe ich das Ganze. Aber lasst euch überraschen. Ihr werdet es dann sehen. Und wisst, warum ich jetzt gerade so nach dem Motto so 15, 20, 30 Sekunden in Gedanken Modding-Gedanken sozusagen vertieft war. Ich dachte so, das verknüpfe ich so und dann kommt das da und dann würde ich das so und dann würde das da hinkommen und so aussehen und so wäre es praktisch, aber so geht's nicht und so könnte es gehen. Das war gerade so die Gedankengänge. Manchmal hat man ja so die Idee und da, wie gesagt, das muss ich mir auch gleich aufschreiben. Ansonsten
läuft mir doch Gefahr, das wieder zu vergessen. Und ich glaube, das ist eine ganz lustige Idee. Wie gesagt, es geht ja auch beim Schlag den Fett, möglichst viele unterschiedliche kleine Minigames zu haben. Damit man ja auch nicht immer das Gleiche sieht, ne? Weil eigentlich ist ja die Idee, mehr Spiele auf der Karte zu haben, als an einem Abend gespielt werden, um halt die Abwechslung zu haben. Ich sag mal als Beispiel die Karte, ne, die Schlag die Fett, NF Marsh Version Schlag den Fett, kommt zum Beispiel in der ersten Version mit 20, was jetzt hochgegriffen ist, ob es so viel schafft, weiß ich nicht, aber um eine Zahl in den Raum zu werfen, also man kommt mit 20 Games, die es gibt, die man zocken kann, die vorbereitet wären, und man im Abend, sozusagen am ersten Abend, ich meine, so ein Abend kann sich ziehen, ne? Schlag den Fett kann, Schlag den Star kann sich, oder Schlag den Rab des Ursprungsformates zog sich ja auch teilweise hin, aber da muss man natürlich auch sagen, dass man da regelmäßig 7 bis 10 Minuten Werbeblöcke hatte. Das gibt es hier logischerweise nicht. Also spart man schon mal eine Stunde oder zwei über so einen Abend, ne? Also, mal schauen. Das Ganze wird sowieso noch einmal teamintern ein bisschen kalibriert, getestet. Mit ein bisschen Unterstützung sozusagen im Aufbau wahrscheinlich noch der einen oder anderen Geschichte. Und ja, das geht auch bald los. Müssen wir mal gucken. Muss ich nochmal schnacken, wer denn da überhaupt Lust zu hat. Denn das ist noch alles top secret. So, das haben wir. Schäfchen sind wieder sauber. Essen hatten die noch, ne? Eine Ladung Heu verzeihen kann nicht schaden. Aber wir haben jetzt hier keinen passenden Stehen gerade, ne? Dann nehmen wir den, der sowieso eigentlich hier hingehört, ne? Der hier an der Seite irgendwo steht. Große Nachfrage bei Weberei. Nach unserer Baumwolle verkaufen wir nicht. Aber wir kriegen ganz schön viel Geld für Schweinefutter. Das war eine gute Idee, das einfach so ein bisschen nebenbei zu verkaufen, weil das so viel Schweinefutter, das können wir nicht brauchen. Ja, es sind echt noch viele Geschichten, weil, wie gesagt, ich stecke da gerade so richtig drin in der Programmierung, auch im Modding da heute, am Tag, wo ich jetzt die Folge aufnehme, war ich auch schon mit Schlag den Fett mit der Map beschäftigt und denke mir, ah, geht das so auf, geht das so. Da ist viel, aber ihr werdet sehen, warum. Also es ist tatsächlich, man steigert sich schon wieder ein bisschen mehr rein, als eigentlich zunächst gedacht. Aber das soll ja auch Spaß machen und soll ja auch wieder die Leute nochmal, ne, nochmal wieder zum LS motivieren. Auch wenn das nicht wirklich nur LS ist, sondern natürlich auch ein bisschen einfach nur just for fun. Aber das schockt schon, glaube ich. Schon gut was geschafft hier vorne. Dann kommt später der Güllewagen, ne? So, aber gut, wir haben so viel Heu hier hingebracht. Wir können natürlich auch Gras nehmen, aber wir haben jetzt so viel Heu hier hingebracht, obwohl wir können ja auch echt Gras nehmen, ist egal.
War doch so, oder? Gras, genau. Gras geht auch. Ist, eine, ist ein bisschen praktischer. Weil Heu brauchen wir für Mischfutter, Gras eher so nicht. Einmal Nachschub für die Schäfchen. Jo, heute, also Sonntag, ne? Heute Abend, liebe Leute, gibt es wieder Minecraft-Livestream und morgen Abend gibt es wieder Ranch-Simulator-Livestream. Nur so für die, die es interessiert. Auf Twitch das Ganze. Und wer weiß, vielleicht gibt es ja auch nächste Woche endlich mal wieder Big Farming. Vielleicht, man weiß es nicht. Aber wird mal wieder Zeit, ne? Da ist man auch schon so ein bisschen raus aus dem Thema, aber da kommt man wieder rein. Dann kann man schauen, ob das Stream über YouTube dann noch funktioniert. Aber ich denke. Und das wird ja bestimmt ein oder anderen auch freuen, wenn man wieder Stream auf YouTube ist. Weil der Plan ja so war, dass Big Farming Shelly dann auf Twitch live ist und nicht auf YouTube und nicht mehr abwechseln, sondern eigentlich immer. Und Siedel macht das ganz normal noch als Folge fertig und lädt das dann anschließend irgendwie hoch. Dem, wo auch Gras oder Heu rein soll, dann klappt das auch. Passt. Gucken. Ah, müssen wir eigentlich noch mal ein bisschen Nachschub holen. Jetzt haben wir den. Irgendeiner steht hier immer im Weg. Jetzt haben wir den Flüssigkeitsverteiler vom Gülle mit dem anderen den Weg geparkt. Also sind solide Einnahmen hier immer, ne? Mal 15.000, dann die Schweinefutter, Mosterei-Geschichte, das ist gut. Okay, Rest geht in den Fermenter. So, und dann haben wir es, liebe Leute. Dann kommen wir zum Ende der heutigen Folge. Ich danke euch fürs Zuschauen. Sorry für zwischendurch schweigsame Minute. Aber manchmal ist man in Gedanken vertieft und denkt, ja doch, ne? Also praktisch habe ich es eigentlich schon im Kopf, habe ich schon eingebaut in den Schlag die Fat Marsh Version. Jetzt gerade. Aber, naja, ne? Theoretisch, praktisch ist da noch bestimmt ja, eine Stunde. Ist nicht so das lange Projekt, was ich da aufbaue. Aber so eine Stunde muss man trotzdem immer rechnen, um das ein bisschen irgendwie abzugrenzen und so weiter und so fort. Also, na gut, wie auch immer, ihr werdet sehen. Und ich danke fürs Support, danke fürs Reinschalten. Schönen Tag euch noch. Vielleicht bis heute Abend im Minecraft-Livestream. Und ansonsten, ja, bis morgen in LS. Ne? Vielen Dank, bis dann und tschüss.